Jo Leute, meine Kamera war hier ein bisschen zu dunkel eingestellt. Nicht wundern, ich habe es im Schnitt noch ein bisschen besser gemacht. Dürfte euch gar nicht so auffallen. Viel Spaß. So Jungs, ich bin jetzt gerade noch auf Arbeit. Aber ich muss ein bisschen leiser reden, damit mich gerade meine Kollegen nicht hören. Aber es gibt einen Night-Vlog. Ich fahre jetzt zu den Jungs, sag den Hallo. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Später, wir fahren heute Late Night Berlin mit den Jungs. Es wird sehr geil. Jungs, was läuft? Ich hab dich so vermisst, Steve. Oh, verdammt. Wenn ich lieber hatte, meine Bandscheibe hat sich geil. Jungs, ich mach kurz eine Anmod, ja? Ich bin gleich wieder da. Nein, bleib da, wir sind auch ruhig, okay? Nein, nein. Wir halten unser Maul, okay? Wie, soll ich jetzt wirklich mit euch zusammen im Endeffekt? Keine Ahnung. Warte, 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 kein Unfall! Wohin denn? Was? Okay, jetzt alle ruhig sein, dann musst du eine Anmod machen. Okay. Willkommen, Leute, zu einem neuen Vlog. Ich habe euch gerade schon Hallo gesagt und jetzt sind die Jungs dabei. Es ist John dabei und es ist Steve dabei. Woo! Geil, und heute ist nächtlicher Nacht-Whiteout. Nächtlicher Nacht-Whiteout. Ach so, und ich habe die GoPro auf 4K eingestellt für extra geile Qualität und auf Nacht-Settings. Sehr gut. Ja, wie wird es retten mit dem Lachen? Wie wird es retten, diese Anmod mit dem ganzen Gelachen? Das war eine super Anmod. Ich schneide euch einfach raus, Digga. Ich habe euch auch eh auf der zweiten Tonspur. Spaß. Pass auf, jetzt kommt ein Tunnel. Eine kleine Unterführung. Tunnel, auf jetzt. Tunnel. Pass auf jetzt. Ja. Wuhu! Dieser Sound ist wunderschön, Bruder. Wirklich. Digga, es macht nichts. Hallo. Warte kurz. Tut mir leid, Jungs, warte. Mesh Intercom einschalten. Jetzt. OP Mesh Kanal ein. Ich glaube, Digga, die verlieren heute. Jetzt höre ich euch wieder, Jungs. Perfekt. Keine Ahnung, was gerade los war. Lass mich mal noch kurz hier pissen gehen, Alter. Oh, Bruder, hier sind 5 Millionen Menschen. Ich kann hier nicht pissen gehen. Doch, Digga. Geh doch einfach dann zum Baum. Piss da einmal hin. Guck mal rechts, wie viele Mädchen da kommen. Guck rechts, warte. Warte. Hi. Guck da. Der was denn? Wo ist das Problem, Digga? Wo ist das Problem? Ich bin hier am besten. So. Alles gut. Alles gut. Oh, Digga! Oh, geil, Digga, das fällt sich da. Darf ich mich da nicht hinstellen, Alter, oder was? Digga, okay? Digga, er stellt sich so zu uns. Ja. Alter. Jungs, ihr könnt doch meinen Schwanz sehen. Darf ich euren Schwanz auch sehen? Ja, komm, Digga, ja. Komm, zeig her, fuck aus den Eumel, Digga. Verpiss dich, Alter. Jungs, ich sag euch ja, ich mach mir auch gar keinen Stress. Ja, du hörst mich. Au! Aua! Was denn? Spast. Oh. Wichser. Nein, es ist. Digga! Fuck you, Digga! Fuck you! Ich werd hier so umgefahren! Ich werd hier so umgefahren, Digga! Ehrenlos, wirklich! So ehrenlos, den Schlüssel rauszuziehen! Das war wirklich fucking ehrenlos! Hast du es in der Gruppe gelesen, was der eine geschrieben hat? Er hat einen Fahrradfahrer angehupt, der Fahrer hat seinen Schlüssel rausgezogen und in den Busch geworfen! Da würde ich mich ja sehen. Ja, sonst krieg ich immer so richtige ADHS. Du hast übelstes ADHS, ich merk's schon. Wenn wir jetzt Brandenburg ein paar Bilder machen wollen, müssen wir unser Motor ausmachen und schieben. Weil sonst ja, machen wir, ist doch kein Ding, Alter. Kennt ihr diese eine TikTokerin, Digga, die Onlyfans macht, die hier ihre Titten gezeigt hat am Brandenburger Tor? Nicole Dobrikow. Genau. Aber denkst du... Ey! Digga, denkst du, die lassen uns Fotos machen? Ja. Wenn, Digga, dann schickst du uns halt weg. Checken wir uns halt weg. Lass uns da anhalten und von da aus schieben. Oder? Fahr rein und mach Motor aus, Digga. Wenn du freundlich bist, machen die nichts. Digga, wenn du freundlich bist, ist bei John gerade ein bisschen. Ich mach mein Motor auch aus. Mach dein Motor aus. Ja? Naja, mach dein Motor aus. Da gibt's auch keinen Ärger. Digga, wir rollen die nur schnell rauf, Bruder. Ist so. Machen dann Fotos, Digga. Und dann haben wir Sex in der Mitte.
zusammen. Bei Nacht ist aber das Licht scheiße zum Bilder machen, ne? Ist euch bewusst. Digga, du musst mir helfen mit Schieben, Digga. Ich will meinen Motor nicht anmachen. Ich mein's wirklich ernst, ich will dich anmachen. Roller, ich helfe dir nicht. Oh, Bruder. Roller, ich helfe dir nicht, Digga. Weißt du, wann ich dich das letzte Mal so angefasst hab? Wann denn? Als du fast umgekippt bist mit dem Bike. Also ich hab nicht so... Alter, das Bild ist aber, Bruder. Oh. Ich hoffe, die GoPro nimmt das genauso auf. Stehen wir circa parallel? Nein, wir stehen überhaupt nicht parallel. Ja, wir stehen gar nicht parallel. Wir stehen wie Schwänze. Ich stehe genau in der Mitte, Digga. Hä, ich stehe, Digga, dir ist bewusst, dass da, wo du stehst, dein Blinkwinkel ist. Ich stehe mehr. Nee, wir stehen beide genau an den zwei Pfosten. Digga, ist das euer Ernst? Was ist denn das? Das sieht ja so scheiße aus. Super. Ich stehe erstmal meinen Helm ab. Das sieht doch kacke aus. Du stehst jetzt noch. Digga, was machst du denn? Was ist dein Plan? Digga, du stehst! Stell dich doch da hinten hin! Lass uns doch. Warum machst du jetzt alleine ein Foto? Mann, weil ihr. Was ist eben los? Hör mal auf! Ist so. Ich kenn meine Insta-Bilder. Ja, lass uns. Pass auf, wir stellen dein Bike jetzt in die Mitte. Genau in die. Hier hin, in die Mitte. Genau, da wo. Also ein Stück. Ja, soll ich die schieben? Kriegst du doch wohin? Soll ich dir helfen? Ich mach den Ständer rein, warte. Mach den Ständer raus. Aber du musst aufpassen auf mein Motorrad, ja? So. Alter, es ist anstrengend, Junge. Steve, kennst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Was? Na, kennst du das Spiel? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ja. Ja? 1 bis 5, kennst du? Ja. Okay. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich in die Mitte der Straße legst und 5 Liegestütze machst? 1, 2. 1 ist das höchste? Nee, du kannst zwischen 1 und 5 sagen. Eine 5. Zahl. Warum lachst du? Ich kenne das Spiel anders. Digga, ich hätte jetzt runtergezählt. 3, 2, 1 und dann hätten wir beide eine Zahl gesagt. Und wenn wir die identische Zahl sagen oder die Summe 5 ergibt, müsstest du es machen. Okay, nochmal, okay. Warte. Noch ein Stück. Warte, wir müssen erst gucken, ob wir jetzt. Ob wir parallel stehen. Na, er muss noch weiter vor. Er muss weiter vor. So? Rückwärts. Du musst auf jeden Fall noch weiter nach hinten. Warte. So ist geil, oder? Ja, noch ein Stück. Stopp! Nein, ein bisschen noch. Ja. Stopp! So. Willst du auch dazu stehen? Nein. Nicht dazu stehen. Oh nein. Aber nicht einfach. Oh. Hallo. Moin. Ein bisschen dahinter, weißt du? Seid ihr noch zwei? Genau, es muss perfekt so. Also, ich muss ein Stück weiter hinten. Also, ein Radstand. Ja. Motorrad passt du gar nicht dazu. Ist egal. Motorräder sind Motorräder. Also die drei an sich kommen wild. Musst du immer mit den Schuhen fahren? Das ist doch aus sexy. Musst du immer mit den Schuhen fahren? Nein, in der Stadt, damit es gut ausschaut. Ach so, damit es gut aussieht. Ich dachte, weil du auf den Boden kommen musst. Ach so, nein, ich komme mit der, der ist so niedrig, da komme ich runter. Ja? Okay. Geil werden. Geh weg jetzt. Du wirst safe überfahren, ich bin Peer. Hey, ist das wie Peer? Peer, ja, Peer, einfach Peer, ganz normal. Ja. Ach du Scheiße, wir sind voll. Digga, die fotografieren uns beim Bike fotografieren. Soll ich mich hier so hinstellen, so? Ja, das kann ich auch schreiben. Die fotografieren mich alle, ich bin auf dem Bild. Ich bin so mies auf dem Bild, warte. Digga, feiern die das? Glaubt ihr, die feiern das? Mach mal Fotos, doch, ihr auch noch ein paar. Ich hab kein Handy. Ja, guck mal, mit der GoPro. Perfekt. Guck mal, die GoPro. Okay. Pass auf. Pass auf. Puh. Cinematic Moment. Machen wir auch was Geiles. Cool, Digga. Machen wir. Aber eigentlich, ich muss für die volle. Ja, eure Lichtmasken. Guckt euch mal meine Lichtmaske an und dann eure. Digga, dein Halogen zackt ein bisschen rein, Digga. Das tut mir echt richtig. Ach, Digga. Ja, scheiß drauf. Ich schieb mein Bike dann auch wieder weg. Ja, ich fahr dann alleine ein bisschen. Fahr mal nach Hause, Digga. Du hast hier keine Rechte. Was ist das denn? Nee, Digga, das Ding ist, alleine sieht meins wild aus, aber neben euren sieht es echt schlimm aus. Jungs, ich wollte eigentlich nur einen entspannten Nachtritt machen und die Jungs dann für mich wieder auf Bilder machen. Das machen wir viel zu oft, Mann. Das ist mir auch einfach zu viel hier. Kommst du aus Berlin? Nein, dir? Ich bin aus Wien. Aus Wien? Hierher? Mit dem Motorrad oder ausgeliehen? Hier bekommen. Bist du wieder ausgepackt, ja. Ah, wie lange bist du hier? Bis Dienstag noch. Bis Dienstag, wie lange jetzt schon? Insgesamt? Letzten Donnerstag. Oh, chillig, Alter. Ich muss wieder heimfahren, also morgen war es sogar. Ja. Bleib ich länger. Das Berlin ist auch schön, muss man sagen. Die geilste Stadt der Welt. Ehrlich? Oh. Ja, sieht gut aus. Gut aus? Aber gibt's in. Ja, sieht gut aus. Ist perfekt. Wunderschön. Kannst du mich markieren? Aber gibt's in Wien keine geilen Clubs?
Schon, aber Berlin ist halt so. Ist, ja. Die ganze Welt kommt nach Berlin. Ja, das stimmt. Also, das ist schon einmal noch einmal, aber das darf die besten DJs kommen von da, die besten DJs sind ja. Da. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zu den Omis gehst und sie fragst, ob du mit auf ihr Bild darfst? Also auf das, was sie vom Brandenburger Tor machen. Aber auf nett. Okay. Ja? 3, 2, 1, 2. Oh Mann, ja. So können. Ach Jungs, danach hören wir wirklich auf. Das ist cool. 3. Das haben wir in der Schule so oft gespielt. Ich, also nicht wir, aber ich mit meinen Kollegen. Was? Man muss doch was machen. Bei 5. Summe 5, also plus 5. Gib mir mein Handy. Du hattest 2 und 3, ne? Ich hab 5 Summe. 5 Summe gesamt. Das heißt, ich muss fragen. Sei selber höflich. Ne? Du bist aber, glaube ich, so einer, der ist zu alten Omis immer höflich. So schätze ich dich ein. Das finde ich lustig. Oh, die sind so süß, Digga. Die freuen sich richtig. Oh, danke. Jetzt hast du 12 Selfies mit mir. Das ist ja süß. Zeig mal. Die waren voll süß, die beiden. Die waren wirklich süß. Die haben sich auch voll gefreut darüber. Oh, wie gut, Digga. Hallo, Gegensprechanlage koppeln. Ich höre sie. Ah, ja. Ich höre dich. Und dann geht ihr beide in Smash einfach. Ich gehe mit euch in Smash, okay. Mesh Intercom deaktiviert. Bluetooth Intercom verbunden. Ich höre dich. Ich höre die noch nicht. Warte kurz. Warte, ich mach nochmal. Mesh Intercom ausschalten. Warte, jetzt habe ich Mesh Intercom ausschalten gemacht. Ich kenne das bei Gruppenausfahrten. Ist bei mir in Linux anders. Je mehr Leute, desto länger dauert. Ja, aber wenn dann alle zusammen sind, ist auch alles cool eigentlich. Jetzt ist meine Musik an, Digga. Achso, das ist der Knopf da hinten. Ah, ich höre dich. Ja, ey. Nicht so schreien, bitte. Mach aber alles zu, bitte, wirklich zu. John, machst du dein Motorrad noch an? Ja, es ist halt so einfach unlustig mit dem Fahrrad. Darauf habe ich ewig gewartet. Du kennst unseren Fahrstil und wie heißt du nochmal? Ich habe es immer noch nicht. Ich Tanja. Wie? Genau. Ja, du hast Tanja? Tanja. Ja, genau. Tanja, wir fahren immer legal. Also wirklich, wir fahren wirklich legal. Ja, ist okay. Dass du Bescheid weißt. Einfach Nee, Digga. Fahr ganz vor, erste Reihe. Oh, ich habe gar keinen Bock drauf. Fahr du rein, Tanja. Alter, ich bin der größte Filter-Andy. Ach so. Fremde kennengelernt. Geil. Wir wurden angehupt, cool, Jungs. Wir wurden krass angehupt. Was will der denn, Digga? Nicht ärgern lassen. Warum? Hey, was ist denn mit dir? Bist du behindert oder was? Lass mal nicht so langsam. Was? Weil wir langsam fahren, so wie es sein soll. Hier ist 30. Hier ist 30. Wer macht Schilder lesen? Digga, hä? Hey, was ist denn bei dir los, Digga? Warte. Ich bin schneller als ich. Nein, lass ihn. Sag ihm nichts, Digga. Lass ihn. Gar kein Stress, John, gar kein Stress. Ich hab gar keinen Bock, dass der aussteigt und mir gleich aufs Maul haut und sagt, dass ich die Dateien löschen soll. Digga, wenn der aussteigt, kriegt er die Fresse. Ach, halt die Schnauze. Boah, ich produziere nichts, Bro. Halt nicht, schau, was du machst. Boah, was ein Wichser, Digga! Was ein. Junge, hat er dich ausgebremst? Ja, ja. Wie kann man. Digga. Fahr mal da bevor ich. Jungs, hört auf jetzt, Digga. Lass den Mann sein, lass ihn gut ist. Nee, ich hab gar keinen Bock darauf. Nee, ich kack mir nicht ein, ich hab einfach keinen Bock da drauf, Digga. Lass ihn doch einfach seinen Film schieben, Digga. Und gut ist. Wie kann man denn so ein Wichser sein? Also jetzt mal ernsthaft. Hey, hast du alles auf Kamera? Ich glaube. Ist da Blitzer? Ja, ich habe alles auf Kamera, aber scheiß mal auf die Kamera, Digga. Fahr einfach 30. Scheiß mal auf die Kamera, wie kann man denn, also selbst wenn wir zu langsam gefahren wären und es nicht richtig gewesen wäre, wie kann er denn dann neben uns anhalten und uns dann so auf der Ampel überholen? Vor allem er hätte die GoPro auch eigentlich sehen müssen. Das war so dumm, Digga, von ihm. Er hat uns eine Minute lang Dauer angehobt. Und das in der 30er-Zone mit Lärmschutz. da hinten steht ein Blitzer und da kommt gleich noch ein Blitz. Guck mal, er steht gleich an der genau derselben Ampel wie wir. Vor allem, guck, er hat ja... Kommt der Blitzer. Digga, also, vor allem, er hat ja... Also... Die kleine Röhre da. Was war zusammen, Per?
Er hat ja... ist okay. Digga, er hat ja mit mir geredet und er hat mich angeguckt. Er hätte so krass diese GoPro sehen müssen und dass er dann so vor euch fährt... Also, check ich nicht. Ich muss sagen, ich habe so eine Sachen immer in diesen ganzen Rage-Videos gesehen und so. Habe aber nie verstanden, wie so eine Situation zustande kommt. Aber wir hatten ja wirklich, wir hatten keine Schuld daran, Digga. Nix. Nein, wir sind 30 gefahren. Ja, Per wollte, Per hat da die Sache runtergeregelt, Digga. Ich war eigentlich schon 100 Ja, Bruder, aber, nee, da brauchst du einfach kein... Das ist unnötig. Was soll das denn? Er gewinnt am Ende sowieso, weil er fährt mich an und ich habe ein Problem. Nein, aber so oder so, Digga, warum willst du denn dir irgendwie überhaupt Stress einbaden? Der war ein Vollidiot, jeder hat's gecheckt, jeder wusste es. Und dann lass ihn halt weiterfahren, wie er will, wenn er so ein ist. Am Ende fährt er sich irgendwann tot oder verliert er seinen Führerschein, nicht wir. Wir hätten ihn fahren lassen sollen und ihn einfach beleidigen sollen. Das wär perfekt gekommen. Na, John, süße Sau, wie geht's dir? Du Geiler, du hängst. Ah, mir geht's gut. Ja? Aber ich, wie gesagt, ich mach nicht mehr so lang. Oh. Hier war das doch gerade, oder? Ja. Der ist ihm einen fast reingeschleppert. Hier ist sogar 20, ne? Lol. Allein, Digga, das bei der Ampel kotzt mich am meisten an, wie frech er vor uns gefahren ist. So frech, wirklich. Ich hätte mal den Spiegel abschlagen müssen. Ja, so ein Kandidat war das, ja. Ja, hier rein. Jungs, Achtung nicht, dass der uns eine Klatsche gibt. Der hat mich so aggressiv angeguckt, Digga. Da fliegst du erst auf Fett vom Bike, weil du so eine gescheppert kriegst. Wollen wir füßeln? warte. Geil. Oh, warte, ich lass den Busfahrer rein, Jungs. Ja. Das ist doch kein Bus, das ist ein Taxi. Meine ich ja. Links. Wir waren links auf den schönen Platz, der ist doch viel, viel schöner. Schön links. Ach, links. Sag, Jungs, ihr müsst mir callen, Alter, ich weiß doch nicht, wohin. Ja, du willst ja nicht auf dem Platz drauf, also müssen wir auch links dementsprechend. Auf dem Bahnhof Potsdamer Platz, sagst du? Richtig auf dem Platz, richtig auf dem Platz, auf den großen. Zu wild. Wir stellen uns. Wollen wir uns wirklich so hinstellen, Jungs? Ja. Ja? Okay. Ja, klar. Warte, ich komm zu euch. Digga, meine Eier hängen auch schon, mein Pimmel hängt da nicht mehr. Ja, fühle ich. Durch die Jeans habe ich, glaube ich, jetzt richtige Falten in meinen Eiern. Wisst ihr, woher ich das hier nur kenne? Von der Knatterkuh kenne ich das. Tatsächlich hier. Ich war hier noch nie. Der Platz sieht auf den Videos viel größer aus, als er in Real Life ist, Digga. In Real Life sind es gefühlt ein paar Meter. Boah, aber das hier ist schon geil. Oha, ist das da eine nackte Frau auf dem Kopf? Boah, Bruder. Oh, sorry, Alter. Wenn man auf die Rolltreppen guckt, das sieht so surreal aus. Guckt euch das mal an. Das ist wie so verzögerter... Was ist... Warum sieht es denn so... Bin ich stoned? Bin ich... Ey, Bruder, ich glaube, ich habe irgendeine Sehstörung gerade. Warte mal. Oder das hängt mit meiner Brille zusammen, ich krieg richtige Schwindelanfälle. Die Treppe sieht aus, als wäre sie gerade. Digga, Alter. Oder komm mal her. Wenn du, guck mal auf die Treppe. Ist es komisch oder ist es normal, wenn du auf die Treppe guckst? Irgendwie komisch. Sieht komisch aus, oder? Ja, irgendwie sieht sie komisch. Ich sag doch nicht, ich habe keine optische Störung, Bruder. Das sieht so aus, als wäre das eine Ebene und nicht, als wären es verschiedene Ebenen. Und er sieht auch aus, als würde er nach vorne fahren und nicht runter. Junge, ist ja geisteskranke Welt. Was ein Architekturprojekt, wirklich. Kanja, wie alt bist du eigentlich? Ich bin seit 25 Minuten 35. Herzlichen Glückwunsch, Tanja! Herzlichen Glückwunsch! Ja! 25 Minuten! 35? Du bist... Wie alt bist du? 35? Dankeschön! 35? Ja! Du siehst null aus wie 35. Ja. Also eigentlich sagt man das immer zum Schleim irgendwo. Ich bin doch Motorradfahrer. Geil, Digga. Geil. Hätte ich dich jetzt geschätzt, ich hätte 25 oder so gesagt, glaube ich. Nee, wirklich jetzt. Also ohne schmeicheln zu wollen. Sag mal hier. Nein, sie kommen nicht her. Schade. Die wären aber auch zu alt gewesen für uns, glaube ich. 35 ist Tanja einfach. Krass. Darauf komme ich jetzt gar nicht klar. Aber du wohnst dann auch in Wien schon alleine und so, ne? So, ja, ja. Okay. Ich bin 19, bin alleine. Krass. Seitdem ich 17 bin. Echt? Oha, auch krass. Ich bin jetzt auch 17 und ich wohne noch nicht alleine. John, was soll ich jemandem mal ziehen? Mal die Aufnahme an. Die Party ist so warm. Tja, die ist voll angenehm. Das bist du.
Wir haben sie entdeckt. Was? Wo? Wie? Das bist du. Ja, das bin ich, ja. Das hätte ich nicht fahren dürfen, das habe ich nicht gewusst. Und wie editierst du das, dass es so schwenkt? Das hat man in der App drin. In der App direkt? Boah, ist ja geil. Die ist nicht von GoPro jetzt, die Kamera. Das ist von Insta360, das eigene. Ach, Insta, ach so, okay. Chillig. Gesponsert? Ja, die Kamera wird von einem Freund ausgeborgt, aber ich werde sie mir dann sponsern lassen. Also ich werde dann Insta360 anschreiben. Warte, wie viele Insta-Follower hast du denn? Bitte? Wie viele Insta-Follower du hast? Ich glaube 28 oder so. 1000? Ja. Machst du nur Instagram oder auch andere? 28.000, Bruder? Okay. Guck mal, du hast... Guck mal, du 28.000. Du bist gepartnert mit Ducati. Bei 30.000 Insta-Follower. Schon krass, Alter. Ja, aber wäre cool, wenn irgendjemand sie erkennt, Digga. Ja, das sieht krass professionell aus. Also meine Storys sehen aus wie von einem 17-Jährigen. Ich komm wirklich auf diesen Uber-Fahrer nicht klar, ne? Ich bin darauf voll klar gekommen. Ich bin der Einzige, der korrekt in der Situation reagiert hat. Tut mir leid, Jungs. Hör mal auf jetzt, sieht das hier aus. Ja, du Schwanz. Du Schwanz, es ist besser. Jeder Mensch würde sagen, das war besser, als da jetzt Stress zu schieben. Ich geh mit pissen. Alter, du hast einen echt schönen Arsch in der Hose, Digga. Was? Du hast einen schönen Arsch in der Hose. Danke, Mann. Ich würde auch gegen so ein Fahrrad pissen, Digga, sag ich dir ehrlich. Willst du hier hin? Hier hin? Guck mal. Dahin. Ist das dein Ernst? Warum stellen wir uns da nicht nebeneinander? Ich bin fertig. Boah, Dicker, was ist das denn? Ey, wo sind wir denn gelandet? Yo, was ist das? Können wir da mal reingehen? Ich war hier, das kenne ich ja noch gar nicht. Ich war hier noch nie in meinem Leben vorher. Ich sag dir ehrlich, hier würde ich auch schlafen. Oha! Oha, Digga! Was ein architektonisches Meisterwerk! Junge, wie krank! Alter, ich komme ja gerade gar nicht klar. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie geil sieht das denn? Warum? Warum schieben wir die Bikes nicht hier rein und machen hier Bilder? Stell mal vor, wir stellen da die Bikes hin. Da stellen wir die Bikes hin und dann das im Hintergrund. Das muss ich mir merken. Hier komme ich safe her. Potsdamer Platz einfach. Ey, ich komme gar nicht klar. Ich weiß gar nicht, ob das auf der GoPro so rüberkommt. Alter, das ist ja... Boah, ich bin richtig... Er nimmt das voll. Junge, was... Oh mein Gott, ich muss hier mein Motorrad herbringen. Ich muss hier mein Motorrad. Stell dir vor, hier ein Bild von Ocean. Boah, Bruder, was? Oh mein Gott. Wie geisteskrank. Digga, ich wohne seit 17 Jahren hier und ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Oder hier. Boah, Digga. Digga, fick mein Arsch. Warst du da schon mal drin? Warst du da schon mal drin? In der Mitte? Da drinnen, weißt du, wie das da aussieht? Schon cool, wenn du jetzt so. Digga, das war geistesgestört. Ich glaube, ich habe gerade was erlebt. Pinkfest, filmst du da weiter? Ja. Juckt mich nicht. Fahren wir da lang oder da lang? Wir fahren da lang. Lass Sena aber wieder. Hallo. Ich höre dich. Mesh Intercom deaktiviert. Bluetooth Intercom verbunden. Jetzt warte, ich hör sie. Ja, warte, Mesh. Mesh Intercom ausschalten. Jetzt sagt der Mesh Intercom ausschalten. Ich habe keinen Bock, wieder 10 Minuten hier irgendwas. Ja, das machen wir nicht. Das lohnt sich nicht. Verbinden wir uns später neu? Wie rede ich jetzt eigentlich mit... Mit der Tanja. es tut mir so leid, wirklich. Es tut mir so leid. Das ist ja so, das kein Problem, Thomas, kein Problem. Ah, okay, perfekt. Das ist auch ein bisschen respektlos, oder? Nimm's mir nicht übel, wirklich nicht. Ich bin eigentlich echt ein Lieber. Aber bist du wirklich, ja? Ja, aber... Du bist der einzig Vernünftige da. So. Wirkt zumindest so. Aber Namen, irgendwie der Name ist mir nicht so... Geläufig, ja. Ich hoffe, warte. Ich höre euch noch nicht. Ich bin auch Kanal 1. Warum schreibt, er sagt einschalten, dann sagt er deaktiviert. Ja. Wer? Ja, jetzt? Jetzt. Oh, ja, cool. Oha, du Profi, wir müssen einfach einmal aufdrücken dann, okay. Alter, mein Klackern wird immer lauter gerade. Scheiß Steuerkette, ja. Oh oh, nicht, dass du bald wieder in die Werkstatt musst. Nee, Digga, Steuerkette macht Finny, wenn dann, und das noch straff ziehen einmal.
alles gut. Was hast du beim Fußballspielen dein Hüftgelenk gebrochen? Naja, angebrochen. Das war nicht ganz durch. Hä? So, Per, wie heißt sie nochmal? Tanja. Boah, Junge. Das hat man nicht gemerkt, ja? Danke. Nach drei Stunden weiß. Fahren, Alter. Und jetzt brauche ich ihren Namen wahrscheinlich nie wieder. Ja, ist doch so, oder? Tanja, glaubst du, wir halten Kontakt? Nein, ich bin dann wieder weg und kommt das alles auf YouTube? Nein, nicht alles. Wir schneiden die ganzen, alle gesellschaftskritischen Sachen schneiden wir raus. Ja, trotzdem. Echt? Ja, was soll ich dir sagen? Es ist, man muss halt auch irgendwie ein bisschen... Er hat einen kleinen Penis, deswegen werde ich das nicht hochladen. Junge. Das kann viel Stress geben. Man muss halt irgendwo auch ein bisschen mitdenken. Weiß Tanja, wo sie hin muss? Du musst links vorne. Ach so, okay. Wir trennen sich unsere Wege. Wo müssen wir lang, John? Geradeaus? Wir fahren rechts. Frank. Rechts, okay. Mach's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, Steve. Lass dich feiern. Tschüss, Tanja. Tschüss, ciao. Bis irgendwann mal vielleicht. Schönen Abend. Yo. Feier deinen Geburtstag schön. Ist ja, so, feier Geburtstag, oha. Tschüss, meine Süßen. Ciao, ciao. Ist jetzt auch ciao. Unangenehm, dass wir nachdem wir Tschüss gesagt haben, uns noch so lange hören, oder? Irgendwie? Ja, wir hören uns jetzt noch ein Stück. Wir hören uns jetzt noch ein Stück, glaube ich. Ich hoffe, euch hat der Motorvlog gefallen. Das ist verdammt unangenehm, aber... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem Dude, der uns angeschrien hat. Zu gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Du kannst auch noch Tschüss sagen, wenn du willst. Tschüss, Fritz. Perfekt. Tschüssi.